Guten Abend, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Guten Abend, Dennis. Guten Abend. Wir haben schon die Zahlen, die uns bislang vorliegen, gerade genannt. Carolina hat gesagt, diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Wie würdest du das ausdrücken? Wie kommen diese Zahlen zustande? Ich finde, Carolina hat das in ihrer eigenen Art sehr höflich ausgedrückt. Diplomatisch. Also sehr diplomatisch ausgedrückt. Nein, das ist Desinformation, was Anadolu betreibt, und zwar systematisch. Also man kann das auch bei den letzten Wahlen immer, also bei der Istanbul-Wahl, bei der Bürgermeisterwahl, die der Oppositionskandidat gewonnen hat, haben sie bis kurz vor Schluss Binali Yıldırım, den AKP-Kandidaten, vorne gezeigt. Und warum sie das so machen, darüber kann man nur vermuten. Aber die Vermutung lautet, es gibt in der Türkei eine sehr gut aufgestellte Zivilgesellschaft, eine sehr gut aufgestellte Opposition, die überall von jedem Wahllokal die Stimmergebnisse einsammelt. Und das Ziel ist, das ist nur eine Unterstellung, weil Anadolu erklärt sich dazu nichts. Es gibt aber auch keine, es ist auch nicht transparent, wie sie ihre Zahlen veröffentlichen. Und die Vermutung der Opposition ist, dass sie mit diesen Zahlen versuchen, die Leute in die Opposition, die Wahlbeobachter, und in den Wahllokalen zu desillusionieren, dass sie nach Hause gehen nach einem anstrengenden Tag, weil sie sagen, naja, Erdogan hat eh gewonnen, um dann die Ergebnisse tatsächlich zu manipulieren. Und deswegen gibt es immer wieder den Aufruf, Leute, bleibt da, bleibt in den Wahllokalen. Die Opposition zählt parallel, aber selbst da gibt es ein anderes Problem. Die zählen nur die Wahllokale, wo die Ergebnisse schon feststehen. Und die AKP hat heute Abend, das macht sie auch nicht zum ersten Mal, dort in den Großstädten vor allem, in den Gegenden, wo die Opposition sehr stark ist, die Wahlergebnisse angefochten. Und solange darüber nicht entschieden ist, können auch diese Ergebnisse nicht bei der Opposition einfließen. Also deswegen bleibt deine Einschätzung vollkommen richtig. Es wird eine lange Nacht. Bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul war das erst gegen morgen, gab es dann das Ergebnis, dass die Opposition gewonnen hatte. Und was offen scheint für mich, ist nicht die Frage, ob Erdogan wird diese Wahl, da würde ich mich festlegen, Erdogan wird diese Wahl nicht im ersten Wahlgang entscheiden, ob der Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu das im ersten Wahlgang entscheiden wird. Das scheint mir offen, das ist die Frage, dieser dritte Kandidat, dieser nationalistische Kandidat, ob der die genügend Prozentpunkte bekommt, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommt. Das kann passieren, aber Erdogan wird heute Abend sicher nicht als Sieger aus dieser Wahl hervorgehen. Dennis, man muss ja sagen, du bist auch ein Opfer von Erdogan. Du hast lang über ein Jahr im Gefängnis gesessen wegen Vorwürfen, die die Regierung erhoben hat, die türkische Regierung und Erdogan. Und wie würdest du es einschätzen? Du bist letztendlich freigekommen, auch mit der Unterstützung hier aus Deutschland. Aber der Stern von Erdogan in der Türkei selbst, warum ist er jetzt so gesunken in den vergangenen Jahren? Wegen seiner Politik auch gegen, sag ich mal, seine Kritiker? Oder ist es dann doch letztendlich die Wirtschaft mehr gewesen? Ich glaube, es ist eine Gemengelage. Er hat, was Erdogan immer gut konnte, er konnte große Erzählungen verbreiten. Wahlkampf. Und Wahlkampf führen, aber wirklich mehr als Wahlkampf. Er konnte Visionen verbreiten und die auch auf griffige Slogans bringen. Also ganz am Anfang stand seine Parole, der Kampf gegen 3Y. Ja, das klingt im Türkischen, klang das so rund, weil die Worte Korruption, Armut und Verbote, also Menschenrechte, alle mit Y beginnen. Oder 10 Jahre später hat er verkündet, das große Programm Türkei, die Ziele 2023 zum 100. Geburtstag der türkischen Republik, sollte die Türkei, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, das ist 10 Jahre her, 11 Jahre, die Türkei Vollmitglied der EU sein, zu den 10 größten Volkswirtschaften der Welt aufgestiegen sein. Und das ist nicht nur nicht eingetreten, sondern Erdogan kann heute auch nichts anderes, in diesem Wahlkampf hat er nichts anderes gemacht, als Angst vor der Opposition zu setzen. Immer mit dem Vorwurf, die hängen mit den Terroristen zusammen. Das hat er verloren. Und zugleich hat die Opposition zum ersten Mal das Selbstbewusstsein. Sie tritt so auf und verkündet auch ihren Leuten, ihren potenziellen Wählern, das Gefühl, ja, wir können es diesmal schaffen. Das ist das erste Mal seit 20 Jahren. Und deswegen ist das so knapp. Aber angesichts des Ergebnisses, angesichts dessen, wie dieses Land runtergewirtschaftet ist, ist es ja nicht nur die Wirtschaft, es sind alle Institutionen, es ist das Thema Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und so weiter. Und allein nach diesem Ergebnis bei dem Erdbeben muss man sagen, es ist erstaunlich und leider auch bedauerlich, dass Erdogan trotz dieser miesen Bilanz immer noch bei Werten über 40% liegt. Das ist für ihn ein Erfolg und für die Opposition in der Türkei. Selbst wenn sie aus diesem Abend hier siegreich hervorgehen sollte, ist das ein Ergebnis, das nicht für sie spricht, dass er bei dieser Bilanz noch immer überhaupt nur antreten kann
und auch noch bei über 40% landet. Dennis, ganz schnell noch zum Schluss, uns läuft die Zeit davon. Eine ganz kurze Antwort. Sollte Erdogan tatsächlich verlieren, was glaubst du, wird er diese Niederlage überhaupt anerkennen oder à la Trump sagen, das ist Fälschung, das ist Betrug, das ist eine Verschwörung? Wenn die Opposition es schafft, Manipulation zu verhindern, dann wird Erdogan sich da nicht darüber hinwegsetzen können, weil seine ganze Legitimation besteht darin, er hat immer gesagt, ich bin kein Diktator, die Leute stehen hinter mir und deswegen wird ein offiziell verkündetes Ergebnis nicht anzweifeln. Die Frage lautet, ob man es schafft, die Ergebnisse zu manipulieren und da hoffe ich und vertraue ich auf die Gesamtheit der türkischen Opposition, auf die türkische Zivilgesellschaft, die so gut aufgestellt ist und die auch nicht zum ersten Mal in eine Wahl geht und dass die Manipulation verhindern wird. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommt. Und was bis dahin passieren wird, das bereitet mir ehrlich gesagt Sorge, weswegen es viel besser wäre, wenn die Wahl heute und so spät wie auch immer, aber dass die Wahl heute entschieden wird. Dennis Yücel, unser Weltautor, danke für das Gespräch zu der Wahl in der Türkei und zum amtierenden Präsidenten Erdogan natürlich. Und du wirst morgen auch bei uns im Studio sein und das Ganze einordnen. Dankeschön für den Moment.